Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Daily Shop News vom 9.12.2019. So Leute, wenn ihr uns kostenlos unterstützen wollt, dann used gerne im Itemshop den Creator Code sofort gleich TTV. Dann auf Annehmen drücken und dann unterstützt uns kostenlos und ich würde sagen, viel Spaß mit dem Video. So, ja, wir schauen in den heutigen Itemshop rein und da haben wir einen neuen Emote und einen neuen Style. Jo, da würde ich doch mal sagen, fangen wir doch mal auf der linken Seite, noch ganz ja gut, das haben wir ja schon gehabt. Also fangen wir doch einfach mal hier mit dem neuen Style an. Wir gucken uns erstmal den fliegenden Fisch an. Für 500 V-Bucks. Und ja, bin jetzt kein großer Fan von diesem Ding hier. Gucken wir doch gleich einfach mal in die Benotung rein, weil das ist, finde ich jetzt nicht so berauschend. So, 2,63 von 5 bei 16 Votes. 19. August 2018 ist erstmal drin, das sechste Mal jetzt, 6 Reminders. Aber das Teil war schon ewig lang nicht mehr im Shop, vor 321 Tagen, am 22. Januar das letzte Mal. So, dann geht's weiter mit der Maki-Meisterin. Da sind wir dann auch schon bei diesem neuen Style. Bin ich mal gespannt, hab den auch noch nicht gesehen. Ui, oh. Oh, das sieht aber gut aus. Das sieht wirklich gut aus. Also, da muss ich sagen, der gefällt mir deutlich viel besser als dieser normale hier. Und da gefällt, also, ehrlich, gut. Kriegt von mir 8 von 10, dieses neue Outfit. Mega cool. Also, Maki-Meisterin. Gut, jetzt können wir natürlich nicht so genau wissen oder festlegen, wie da letzten Endes die Noten. Was laber ich hier eigentlich? Sorry. Was wollte ich eigentlich sagen? Ich wollte eigentlich sagen, dass die Noten jetzt nicht mehr repräsentativ sind. So, also hier 4,18 von 5 bei 57 Votes. Am 21. November 2018 ist das erstmal drin gewesen. Das 10. Mal jetzt 7 Reminders. Aber sie waren ja bis jetzt schon ziemlich gut. Und jetzt werden sie wahrscheinlich noch besser. So, am 14. Juni 2019 das letzte Mal drin gewesen vor 178 Tagen. So, dann geht es weiter mit dem. Ah, sieht echt gut aus. Mit dem Sushi-Meister, der hat keinen neuen Style bekommen. Boah. Gucken wir einfach mal, wie da momentan die Benotung ist. Hier hätten wir 3,66 von 5 bei 56 Votes. Am 19. August 2018 ist erstmal drin gewesen. Das 9. Mal jetzt 54 Remind. Das letzte Mal im Shop am 28. März vor 256 Tagen. So, dann geht's weiter mit der Filet-Hacke für 800 V-Bucks. Ja, die so ein Teil hätte ich auch gern zu Hause rumstehen hier. Ja, wenn der Herr sofort mich ärgert, kommt das dann zum Einsatz. So, hier haben wir folgende Note. 3,84 von 5 bei 31 Votes am 19. August 2018. Das erste Mal drin gewesen. Das 10. Mal jetzt 18 Reminders. Jo, dann sind wir damit auch schon so weit durch. Dann geht's weiter mit einem absoluten Klassiker. Da brauche ich gar nicht viel dazu zu sagen. Hier der Ravage, mega kultiges Teil. Mit auch diesen Flugspuren. Und da hinten diesem Backpack, also diesen Flügeln. Für 2000 V-Bucks, absolutes Kultding. Hat hier ein Voting von 4,28 von 5. 173 Votes am 26. August 2018 ist das mal drin gewesen. Das 15. Mal, 233 Reminders, das letzte Mal im Shop vor knapp einem Monat. So, dann geht's weiter hier mit dem eisernen Schnabel. Iron Beak, für mich eine der geilsten Picken, wenn nicht sogar die geilste Picke des ganzen Spiels. Also wirklich absolutes Kultteil. Iron Beak hat hier folgendes Voting. 4,34 von 5 bei 47 Votes am 26. August 2018 ist das mal drin gewesen. Das 15. Mal, 37 Reminders, das letzte Mal im Shop auch vor knapp einem Monat. So, dann haben wir hier den gefiederten Flieger, Feathered Flyer, normaler Standardgleiter, aber mit Flügeln, finde ich schon deutlich viel geiler. Und das Teil hat hier folgendes Voting, 4,26 von 5 bei 38 Votes, am 6. April 2018 ist das erste Mal drin gewesen, das 19. Mal, jetzt 36 Reminders, auch vor einem Monat das letzte Mal drin. Und last but not least, kommen wir zu einem absoluten. Ich habe hier die Desktop-Audio gar nicht dran. Also, was ist denn heute los hier?
So, habe ich so schön die Weihnachtsmusik reingemacht, ne, und vergesse die komplett Desktop-Audio hier mit reinzunehmen. Da haben wir den Raben mit, ja, mit diesem coolen Backpack da hinten auch. Passt auch zu der Iron Beak ganz gut. Für 2000 V-Bucks auch absolutes Kultteil. Und er hat hier folgendes Voting. 4,37 von 5 bei 193 Sports am 6. April 2018. Zum ersten Mal drin gewesen, das 19. Mal, 264 Spiele, meinen das auch vor 30 Tagen. Das letzte Mal im Shop. So, dann kommen wir zu den Daily Items. Da sind wir als allererstes beim Maverick, beim Rebell. Hier haben wir diese zwei richtig coolen Styles. Da hinten ist noch diese Venom drauf, diese Cobra-Schlange. Mega geiles Teil. Jo, und ich finde den richtig cool. Also spätestens jetzt, seitdem er diese neuen Styles bekommen hat. Gucken wir doch einfach mal, wie sieht's denn da aus. Da haben wir 3,59 von 5 bei 66 Votes am 3. August 2018. Das erste Mal drin gewesen. 13. Mal, 75 Reminders. Das letzte Mal im Shop vor 2 Monaten am 4. Oktober. So, dann haben wir als nächstes die Island Vibes. Für 5 von 3 Packs. Relativ cooles Ding. Finde ich ziemlich witzig. Und da haben wir folgendes Voting. Wir haben 4,2 von 5 bei 5 Votes am 20. Oktober 2019. Das erste Mal drin gewesen, das zweite Mal. 11 Reminders. Das letzte Mal im Shop vor 50 Tagen. So. Weiter geht's. Zurück. Doppeltes Spiel. Gameplay oben rechts in der Ecke verlinkt. Cooles Style. Coole Lady. Cooler Style. So. Gucken wir mal ganz kurz da rein. Wie sieht es denn bei der Double Cross aus? Mega geile Noten. Auch natürlich hier 4 von 5 bei 61 Schwartz am 4. Juli 2019. Das erste Mal drin gewesen. Siebte Mal, 48 Reminders. Ja, das letzte Mal im Shop vor 50 Tagen. So, weiter geht's hier mit dem Knieklatsche. Knee Slapper für 500 V-Bucks. Richtig, richtig kultig geil. Und wer schon mal irgendwie so ein Line Dance gesehen hat, oder auch mal selber mitgemacht hat, macht richtig Bock. Ist cool. 4,11 von 5 bei 35 Votes am 7. Januar 2019. Ist das erste Mal drin gewesen. Das 9. Mal, 57 Reminders. Letztes Mal im Shop, 17. November. Jo, weiter geht's. Jetzt hier sind wir im Endspurt. Eisbrecher, 500 V-Bucks. Klassiker. Herr Sofort liebt das Teil. Ich finde ihn okay. 3,92 von 5 bei 62 Votes am 16. Januar 2018. Das erste Mal drin gewesen, das 38. Mal, 109 Reminders, letztes Mal im Shop vor 30 Tagen. Und jetzt kommen wir zu dem finalen Item für heute, dem neuen Emote. Setz dich doch für 200 V-Bucks. Gucken wir uns das Teil mal an. Ja, ist ein bisschen. Sie wartet. Ist ein bisschen gelangweilt. Okay. Na. Jetzt guckt sie mal auf die Uhr. Oh Gott, der ist immer noch nicht da. Ach, der Herr Gleich, der macht wieder so ein ewig langes Video hier, verdammt nochmal. Andere sagen wieder, der streckt doch schon wieder. Wieso? Wieso 10 Minuten für ein Video? Meine Güte, ey, ich warte hier die ganze Zeit, bis das Ding zu Ende ist. Gibt's doch gar nicht. Ja, oh, gleich wieder stricken hier, verdammt nochmal. Muss doch nicht sein. Das ist ein Daily Shop Video, reichen doch 2 Minuten für. So, finde ich richtig cool, das Ding, muss ich sagen. Sehr, 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 sehr geil. Und ja, würde ich mal sagen, das Ding kriegt allein schon wegen meinen langen, 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 langen Daily Shop-Videos, muss ich dem Ding 10 von 10 geben. Für 200 V-Bucks. Also, hier gucken wir doch einfach mal, wie ist das aktuelle Voting für Have a Seat. Und da haben wir, oh, da haben wir sogar, gibt es da noch was Neues oder so? Ne, 5 von 5 bei einem Vote. Jo, 8 Reminders aktuell. Normalerweise muss ich mir das Teil eigentlich direkt dann holen. Das ist jetzt hier. Ja, es könnte doch der Herr sofort sein, wenn er auf mich wartet. Ne? So, oh mein Gott, der gleich kommt schon wieder nicht bei hier. Hat doch gesagt, er kommt gleich. Schon wieder eine halbe Stunde her. So, jetzt gucken wir einfach mal in den aktuellen Shop rein. Wie sieht es denn aktuell hier aus? Also, wir haben ziemlich coole Dinge im Shop. Wir haben hier links immer noch die rotnasige Räuberin, Red-Nosed Raider und Red-Nosed Ranger. Dann haben wir hier Ravage und Konsorten. Dann haben wir diesen neuen Style von der Maki-Meisterin. Wir haben hier doppeltes Spiel. Wir haben Inselstimmung, Knieklatscher, Rebell,
Und dieser neue Emote setzt dich doch, der echt cool ist. Und dann kann ich echt, muss sagen, das Ding, das ist geil. Und dann habe ich ja immer noch drin. Sorry. Also heute ist Pleiten, Pech und Pannen hier. So, und dann würde ich mal sagen, dann gucken wir uns mal ganz kurz an, wie sieht es momentan aus. 2334 Love It's, 1177 It's Meh und 1551 Hate It's. Und da bleibt mir natürlich nichts anderes übrig. Bei den geilen Items von heute dem Shop nur ein Love It zu geben. Ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da. Schreibt was in die Kommentare, benutzt unseren Creator-Code sofort du gleich, TTV, wenn ihr uns unterstützen möchtet, da wären wir euch sehr, 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 sehr dankbar. Zack. Jo, abonniert den Kanal und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Fortnite Daily Shop News mit mir, dem Herrn gleich. Haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.